im Hinterher wieder. Die spawnen ja auch neu sozusagen. Ätzendes Level. Also, ätzender Levelabschnitt. So. Gut, ich bin eher am Sack. Das macht nix. Hier geht es jetzt eher darum, mit dem Missile Launcher da den Heli abzuballern. Ich muss erst dahin rennen, um das zu triggern. So, dann habe ich aber noch kurz Zeit, mich umzuschauen. Boah, dieses Mikrofon, ne? Ich darf mich damit echt nicht bewegen. Das ist sehr groß. Ich muss ja auch was Neues überlegen. Okay. Mist. Snake! Leider kann ich dich hier nicht durchlassen. Liquid! Du gehst nicht mehr weiter! Sterb! Ziemlich tief. Ich brauche ein Seil. Ich hab ein Seil, Junge. Mit meinem Seil müsste ich es schaffen. Ja, was willst du denn machen? Ein Hain mit bloßen Händen bekämpfen? Jetzt gehörst du mir! Wenn ich hier bleibe, ist es aus. Nein, ich hab. Mal, weil ich die Tür aufgemacht habe jetzt. Das ist doch nicht dein Ernst. Inspiration eine Sekunde aus der Hand, ne? Kann ich den schon bekämpfen, oder? Auf dem Dach von Turm A wurde zerstört? Das heißt noch lange nicht, dass es keinen anderen Weg gibt. Gehen Sie zum Nordteil von Turm A und lassen Sie sich am Seil zum Weg unten herab. Zu gefährlich. Der Hain zielt auf Snake. Und der braucht beide Hände zum Abseilen. Stimmt. Aber wir haben keine Wahl. Der Hain kann enge Räume nicht nutzen. Darin liegt unsere Chance. Das ist verrückt. Der Colonel hat recht. Es geht nicht anders. Was heißt das? Ich brauchte eine Waffe dafür, Mann. Snake, wollen Sie den Hain mit bloßen Händen erledigen? Ganz so blöd bin ich nicht. Gibt's hier nicht irgendwo eine Waffe, die ich gegen ihn einsetzen kann? Im Sendeturm B gibt es Stinger-Raketen. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind nah am Eingang zum Fußweg. Mit einem Seil könnten Sie sie wahrscheinlich durch Abseilen vom Dach erreichen. Okay. Seil, alles klar. Ach, das heilt gar nicht komplett voll. Boah, Wahnsinn. Lange schon ist. Okay. Probieren wir es mal. Oh, oh. Hier wahrscheinlich, oder? Boah,
Boah, da kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich an den Kampf erinnern, ja. So seilen Sie sich ab. Drücken Sie die X-Taste, um von der Wand wegzuspringen. Während Sie der Wand fern sind, drücken Sie die Richtungstaste nach unten zum Runterlassen. Wenn Sie springen und gleichzeitig auf die Richtungstaste nach links oder rechts drücken, springen Sie weit in diese Richtung. Drücken und halten der Kreistaste mit einer Richtungstaste lässt Sie langsam an der Wand entlang kriechen. Mit dem richtigen Timing sollten Sie dem Feuer vom Hind beim Abseilen entkommen. Wenn das überhaupt jemand schafft, dann sind das genau Sie, Snake. Das ist es. Also abspringen. Schön, dass auch mir noch die anderen Dinger hier auf den Sack gehen. So, weil hier soll ich lieber mit digital spielen. Ja, achso, der schwingt automatisch die ganze Zeit. Hey, vor allem, wieso schwingt der die ganze Zeit so rechts und links? Guck mal, ich drücke nur nach unten. Jetzt bin ich unten. Ich habe keine Leben mehr. Ach so, warte, C4 oder was? Nee. Das doch mit C4 hier. Was jetzt nochmal? So, jetzt. Das sind vielleicht beide Türen, also im Turm A wie im Turm R. Sind beide Türen eingefroren. Das war ja eben der andere. War das der andere Turm? Okay, warte, ich. Ah, komm. Ich nehme mal eine Waffe in der Hand. Wer weiß, ob sie wieder abgeht. Die sind bestimmt auch irgendwo. Irgendwo ist doch wieder eine Kamera oder so ein Geschütz oder so. Was will ich erzählen? Dass hier schon gejammt ist. Bin ich hier eigentlich schon ganz unten, aber... Oh, da ist der Ausgang. Das ist jetzt aber nicht der gleiche Turm, oder? Bin ich echt blöd. Sieht zumindest haargenau so aus. Das kann nicht sein. Ich bin ja den anderen runtergeklettert, oder? Oder bin ich gemeint? Hey, das ist... Das ist genau der gleiche. Wenn ich hier jetzt rausgehe, komme ich nicht raus. Okay. Verdammt! Wo sollen jetzt die Raketen sein? Was hat er gesagt? Oder habe ich das Ding eingenommen? War das das, was unten lag? So, komm. Farmers. Claymore. Nee. Also waffentechnisch habe ich noch nichts Neues. Warte, ich rufe ihn nochmal an. Was hat er gesagt? Die Stinger-Raketen sind beim Eingang zum Fußweg. Oh, jetzt habe ich wieder gedrückt. Alles klar. Nein. Zur anderen Seite. Okay, ja. Habe ich mir gerade schon fast gedacht.
Weil einen anderen Weg gibt es ja eh nicht mehr. Gut, aber jetzt habe ich mich nochmal aufgefüllt. Jetzt habe ich noch eine Ration. Die ich mir echt direkt einwerfen kann. Jetzt habe ich wenigstens volles Leben. Ich habe noch ein bisschen Muni, die ich eh nicht brauche, aber okay. Kann man nochmal hochrennen wieder. Der Turmsimulator 2018. Fahrstuhl einbauen können, ey. Die müssen doch total fertig sein, wenn die hochlaufen. So. Oh, das ist wieder da. Das nicht. Schade. Das wäre zu cool gewesen. Das war also. Was? Was? Hä? Sorry, aber das ist ja wohl mal richtiger Abfuck, oder? Okay, was soll ich da jetzt machen? Vor allem, welchen Checkpoint habe ich denn jetzt dann? Da, wo ich jetzt total low bin, oder wie? Die rennen jetzt weg, oder was? Das ist auch so unfair, ne, dass die mich sehen können. Ah, Mann, ey. Boah, wenn ich jetzt wieder mit denen wenig Leben anfange, ne, dann kotze ich aber echt. Ich glaube, ich baller da eine Rakete rein. Ja, war klar. Wäre ich mal nicht rausgegangen. Wäre ich mal nicht rausgegangen. Hier, Jungs. Viel Spaß damit. Ich mal einfach drin, wie hatte ich wenigstens jetzt volles Leben. Aber noch einer, wie es scheint. Lebt sogar noch. Ja, genau, vorne den Schein schießen, genau. Nikita Regel. Die leben immer noch! Wie viel halten die denn aus, Alter? Das ist die vierte Rakete, die ich denen jetzt reindrücke. Der Protze. Also, das ist mal ein richtig bekloppter Safe-Punkt, ganz ehrlich. Ich hätte das Gebiet nicht verlassen sollen. Das werde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft merken. Das wäre natürlich jetzt ein richtig harter Bossfight dann. Ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich irgendwas nochmal neu machen könnte. Boah, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt jetzt am Ende. Ja klar, ich dachte schon, es geht komplett durch. Oh, wow, 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 wow. Die geht's aus dem Heim. Das ist auch so dumm einfach, ne? Ganz ehrlich. Das ist mal so eine richtige Abfuckstelle. Und dann trifft der mich auch noch hier am Ende. Okay, ich glaube, es ist fertig, ne? Die Musik ist weg. Ja, cool. Oh Mann, das wird ja echt witzig. Ich hätte auch die Ration ruhig nochmal da sein dürfen. Ich könnte tatsächlich zur Not, wenn ich jetzt ewig gar nichts kriege. Ich glaube, ich nichts. Ja, klar. Achso, er hat direkt gemacht. Stinger Missile, Stinger Launcher. Okay.
Ach so, das ist ja immer das, wenn ich den ausrüste. Zwei, drei Trupps sind das, glaube ich. Ach, das. Meinst du, das sind zwei? Kann auch so. Guck mal, jetzt bin ich in einem anderen Turm, oder was? Gut, laufen wir den Turm auch nochmal ab. Ich brauch halt Stuff. Sorry. Jetzt, glaube ich, übelst langweilig zum Gucken. Kannst du leider gerade nicht ändern, ey. Ah, das ist aber auch, ey. Das ist genau dieser Mittelpart, der mir an Metal Gear Solid, glaube ich, immer nicht gefallen hat. Dieses langgezogene Laufen, dann immer dieses Backtracking, dann diese Scheiße mit dem Turm. Danach wird es wieder richtig cool. Aber der Mittelteil ist einfach nicht so. Ja, cool, hier geht's auch nicht weiter. Verdammt! Okay. Sehr gut. Ja, dann müssen wir nach oben und gegen den Hind kämpfen. Wie kommst du hierher? War kein so dramatischer Auftritt wie der Ihre, glauben Sie mir. Ich kriege Höhlenkoller. Du hast zugesehen. Ja, ich habe zugesehen. Ich war hinten auf Ihrem Truck. Mit Hilfe der Tarnung. Wie kamst du hier hoch? Mit dem Lift natürlich. Die Treppe im ersten Stock ist zerstört. Deswegen nahm ich den Aufzug. Der Aufzug funktionierte? Ja, funktionierte. Sie sind unglaublich. Wie ein Filmheld oder sowas. Nein, leider nicht. Im Film rettet der Held immer das Mädchen. Sie meinen Meryl? Sorry, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Snake, ich muss Sie etwas Wichtiges fragen. Deswegen bin ich Ihnen gefolgt. Haben Sie je jemanden geliebt? Du bist hier, um mich das zu fragen? Nein, ich meine, ich wollte wissen, ob Sie auch Soldaten verlieben. Was willst du mir sagen? Glauben Sie, Liebe kann sogar auf dem Schlachtfeld blühen? Ja, schon. Liebe ist überall möglich und jederzeit. Aber wenn man jemanden liebt, dann muss man diese Person auch beschützen können. Das denke ich auch. Ich muss um einen Gefallen bitten. Uh-oh. Keine Sorge, es ist leicht. Ich habe schon gesagt, ich will keinem wehtun. Das musst du auch nicht. Okay. Der Aufzug sitzt da unten fest. Kannst du ihn für mich in Gang setzen? Siehst du? Merkwürdig. Vorher funktionierte er und jetzt nicht mehr. Vielleicht die Schalltafel. Kannst du sie reparieren? Woher ging er? Wenn es nur der Mechanismus ist, überlassen Sie es mir. Ich muss mich um eine laute Fliege kümmern. Okay, ich bleibe hier und halte die Stellung. Viel Glück. Du siehst wirklich übel aus. Bist du okay? Eine Sorge. So macht das nichts. Ich tue einfach, als gäbe es mich nicht. Dann habe ich keine Angst. Seltsame Logik. Ich verlasse mich auf dich. Jo, schauen wir mal, was der Heli so kann. Ist hier noch was? Ach, hier muss ich weiter, okay. Ich wusste, dass es Kameras gibt. Das wäre auch sonst zu einfach gewesen. Fuck, fuck, fuck. Okay.
Ist das nur die eine? Nee, das glaube ich nicht. Da ist bestimmt noch eine. Zwei sogar. Okay. Ja klar, drei. Ja, werden die nächsten noch zu viert sein, oder? Komm, ich habe nur noch zwei Dinger. Fuck, ist noch eins mehr. Schnell, 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 schnell. Oh, ich bin oben, oder? Hier jetzt irgendwo noch so ein Ding ist. Ich glaube, hier sieht es einigermaßen safe aus. Oh, die Sicht könnte auch nicht kleiner sein, oder? Das Ding da. Ich will jetzt hier nicht sterben am Ende noch. Das Ding da. Chef. Alter, komm. Oh, eine Ration wenigstens, ey. Wahnsinn. Ja, gut. Das wird spannend. Die Ration kann ich mir eigentlich gleich reindrücken. Beziehungsweise, nee, ich behalte die. Und dann bekomme ich wenigstens einen Schuss ab, der vielleicht mehr abzieht, als ich eigentlich habe. Oh. Ich glaube, so läuft das, oder? Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen ganz kleinen Fitzel habe. Oder zählt das schon von meiner. Von meiner neuen Lebensenergie dann auch dann wieder? Ich weiß nicht genau.